Einnahmeüberschuss dank guter Wirtschaftslage und niedriger Zinsen, vor allem beim Bund. Finanzminister Schäuble könnte sich freuen, wäre da nicht dieser Brief. Die Länderkollegen aus Bayern und NRW fordern deutlich mehr Geld vom Bund in der Flüchtlingspolitik. Wir sind im Augenblick bei einer Größenordnung, dass wir in Nordrhein-Westfalen knappe 20%, in Bayern sogar um die 17% nur der Kosten vom Bund erstattet bekommen, die wir haben. Und das kann man mit keiner Finanzplanung, weder einer vorsorgenden noch jetzt mit einer nachsorgenden Finanzplanung auffangen. Der Bund schaue zu sehr auf Erstaufnahme und Registrierung, so die Länderminister. Kosten für Integration, etwa für Sprachkurse oder Sozialhilfe, entstünden dagegen bei Ländern und Kommunen. Die Union weist die Kritik zurück. Der Bund beteiligt sich an der Kinderbetreuung, der Bund beteiligt sich an Städtebau, der Bund stellt kostenlos Immobilien zur Verfügung, der Bund beteiligt sich an den Kosten von unbegleiteten Minderjährigen. Das sind erhebliche Summen, die zur Verfügung gestellt werden. Und insofern sind die Forderungen nicht nachvollziehbar. Dass ausgerechnet Bayern und Nordrhein-Westfalen sich verbünden, deuten die Grünen so. Wenn jetzt die Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, SPD, und der Finanzminister von Bayern, CSU, das in Form öffentlicher Briefe an die Bundesregierung machen, dann zeigt es einfach nochmal wieder, wie sehr zerstritten diese Bundesregierung ist. Das Finanzministerium will abwarten, wie sich die Kosten 2016 tatsächlich entwickeln. Am Donnerstag geht es im Bundestag um die wichtige Abstimmung über das Asylpaket 2, die sogenannte zweite und dritte Lesung. Es gibt in Sachsen ein grundsätzliches Problem mit Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit. Das sagt der Ministerpräsident des Landes, Stanislaw Tillich, und er stellt sich selbst damit wohl das größte Armutszeugnis aus. Klausnitz, Bautzen, Heidenau, eine Serie der Gewalt gegen Menschen, die vor Gewalt geflohen sind. Auf der Pegida-Demonstration in Dresden gestern Abend, da wurden die Wir-sind-das-Volk-Gröler von Klausnitz öffentlich gelobt. Und die AfD gibt zu, dass sie ihre Mitglieder mit dabei hatte. Ist das jetzt nur ein sächsisches Problem? Gewalt gegen Flüchtlinge, wie rassistisch ist Deutschland? Das fragen wir heute in der Phoenix-Runde, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Schönen guten Abend. Und wir erhoffen uns Antworten von Antje Hermener aus Dresden. Sie ist Beauftragte der mittelständischen Wirtschaft in Sachsen und vielen noch bekannt als Politikerin der Grünen. Schönen guten, guten Abend. Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Schönen Abend. Professor Hans Vorländer begrüße ich, Politikwissenschaftler der TU Dresden, der eine Studie zu Pegida verfasst hat. Und bei uns ist Maximilian Popp, Journalist vom Spiegel. Guten Abend. Frau Hermenau, wenn der Ministerpräsident des Landes selber sagt, das ist ein grundsätzliches Problem, dass wir Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit haben im Land, ist es ja eigentlich eine Bankrotterklärung für ihn selber. Müsste er nicht konsequent sein und jetzt gehen? Also als Sächsin bin ich erstmal dankbar, dass es der Ministerpräsident so eindeutig mal ausgesprochen hat. Bisher war es da oft nicht so eindeutig in Aussagen. Es ist sicherlich nicht nur ein sächsisches Problem, aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Aber es gibt in Sachsen ein wirklich starkes Problem in diesem Bereich. Allerdings hat das nicht nur mit dem möglichen Rassismus zu tun, sondern es gibt eben auch noch andere politische Gründe, die Leute motivieren, sich gegen die Staatsgewalt zu stellen, ob nun Berlin oder Dresden. Und das vermischt sich jetzt miteinander, weil eben im letzten Jahr versäumt worden ist, als Pegida anfing und dann langsam hochging, mit den Leuten dort so zu reden, dass man die alle wieder wegholt von der NPD und anderen Leuten. Und deswegen gibt es da immer noch so einen Zulauf und dann werden bestimmte Meinungen eben auch mehrheitsfähig in manchen Regionen. Aber wo merken Sie es denn konkret in Dresden, dass Sie sagen, ja, da ist ein Klima der Fremdenfeindlichkeit? Das merken Sie nicht im Alltag allgemein, das ist so nicht, sondern Sie merken das, wenn Sie in Diskussionen tiefer eintreten. Wir haben in Kirchgemeinden Diskussionen geführt, da haben wir eben beide Seiten reingenommen. Ne? Die einen beschimpfen die anderen als Rassisten, die anderen beschimpfen die anderen als blauäugig, wenn es zum Beispiel um das Thema Zuwanderung geht.
Und wenn man sich mal anguckt, dass die Regierung hier in Berlin immer noch keinen vernünftigen Plan vorgelegt hat, wie es nun weitergehen soll in dieser Frage, dann sind die Gemüter eben erhitzt und dann ist eben auch jeder damit befasst, gedanklich und emotional. Mhm. Und das dann zu sortieren, dafür bedarf es öffentlicher Debatte und genügend Akteure, die diese Debatte auch managen oder moderieren. Und die fehlen. Okay, aber das eine sind ja die Debatten, das andere sind dann wirklich die, ja, die Gewalttaten, die jetzt verübt wurden. Herr Malchow, jetzt sagt der Ministerpräsident, hat heute gesagt, er will jetzt mehr Polizisten einstellen. Es sollen von 400 jetzt 500 Polizeianwärter geben. Ist das das Richtige jetzt gegen Fremdenfeindlichkeit? Also es ist grundsätzlich das Richtige. Es geht nicht nur um die Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit, sondern wir haben schon im Bereich der Alterskriminalität ein Problem. Allerdings geht Sachsen einen Weg, den wir nicht unterstützen. Und zwar will man einen Großteil von den 500 als sogenannte Wachpolizisten einstellen. Nach viermonatiger Ausbildung schon auch die Ausstattung mit einer Schusswaffe, da sind wir nicht für. Wir sind für diese dreijährige Ausbildung, weil es um Qualität geht. Und nicht um Schnellbesoldung und jemanden in Uniform stecken und dann wird es schon was. Wir brauchen gut ausgebildet. Aber ist das nötig, um Wachpersonal vor Asylbewerberunterkünfte zu stellen dort? Ja, nötig ist das vielleicht schon. Aber die Frage ist, wo sind die Versäumnisse? Es hat einen Stellenabbau nicht nur in Sachsen, aber auch in Sachsen gegeben, obwohl es die brisante Lage dort gegeben hat. Und jetzt erst, und zwar jetzt erst, nachdem es die Diskussion nach der Silvesternacht in Köln gegeben hat, sind in Sachsen auch, aber überall mit einem Mal andere Diskussionen zum Thema innere Sicherheit. Es ist mit mal überall das Thema, und zwar nicht bezogen auf Ausländer, sondern bezogen auf die Alltagskriminalität. Die Unruhe im Unordnung im Raum ist das, was die Bürger mit einem Mal auch zu solchen Handlungen führt, wie wir sie sehen, aber eben nicht nur in Sachsen. Also man merkt überall, dass das Polizei fehlt. Ja. Bleiben wir aber nochmal bei dem Fall Bautzen und Clausnitz und bei der Reaktion der Politik. Herr Popp, wenn der Ministerpräsident hat heute auch gesagt, es ist etwas, was uns beschämt, aber nicht etwas, was uns wütend werden lässt, sondern noch entschlossener. Wozu müsste er sich denn jetzt entschließen? Ich bin ja froh, dass er sagt, er ist entschlossen. Er muss es jetzt nur auch mal zeigen. Also ich finde es auch absurd, dass wir so tun, als wäre der Rassismus erst mit den Flüchtlingen nach Sachsen gekommen. Das rechte Gewalt, Rechtsextremismus, es ist ein Phänomen, das in Sachsen seit Jahren virulent ist. Und es ist ein Problem, das auch der Landesregierung seit Jahren bekannt sein müsste. Und da ist viel zu wenig getan worden. Da gab es, Frau Hermann hat es angesprochen, zu selten klares Bekenntnis gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus. Es gab zu selten klares Bekenntnis für Offenheit, für Pluralismus. Das muss jetzt der erste Schritt sein und dann darf es da natürlich nicht enden. Da muss man angucken, wie kriegt man diese Tendenzen, wie kann man die einfangen. Und da ist Polizei ein Ansatz, aber da ist natürlich auch politische Bildung extrem wichtig, in die Schulen zu gehen, die Zivilgesellschaft zu stärken. Wenn ich in Sachsen mit Vertretern der Zivilgesellschaft spreche, mit Vereinen, die sich gegen Rassismus engagieren, die fühlten sich über Jahre nicht ernst genommen, die fühlten sich gegängelt, die fühlten sich alleine gelassen. Dabei sind das genau die Multiplikatoren, auf die es jetzt ankommt und die endlich in Sachsen gestärkt werden müssen. Mhm. Herr Professor Fuhren, deckt sich das mit Feindlichkeit? Das sagt der Ministerpräsident des Landes, Stanislaw Tillich. Und er stellt sich selbst damit wohl das größte Armutszeugnis aus. Clausnitz, Bautzen, Heidenau, eine Serie der Gewalt gegen Menschen, die vor Gewalt geflohen sind. Auf der Pegida-Demonstration in Dresden gestern Abend, da wurden die Wir-sind-das-Volk-Gröler von Clausnitz öffentlich gelobt. Und die AfD gibt zu, dass sie ihre Mitglieder mit dabei hatte. Ist das jetzt nur ein sächsisches Problem? Gewalt gegen Flüchtlinge. Wie rassistisch ist Deutschland? Das fragen wir heute in der Phoenix-Runde, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Schönen guten Abend. Und wir erhoffen uns Antworten von Antje Hermener aus Dresden. Sie ist Beauftragte der mittelständischen Wirtschaft in Sachsen und vielen noch bekannt als Politikerin der Grünen. Schönen guten Abend. Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Schönen guten Abend. Professor Hans Vorländer begrüße ich, Politikwissenschaftler der TU Dresden, der eine Studie zu Pegida verfasst hat. Und bei uns ist Maximilian Popp, Journalist vom Spiegel. Guten Abend. Frau Hermenau, wenn der Ministerpräsident des Landes selber sagt, das ist ein grundsätzliches Problem, dass wir Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit haben im Land, ist es ja eigentlich eine Bankrotterklärung für ihn selber. Müsste er nicht konsequent sein und jetzt gehen? Also als Sächsin bin ich erstmal dankbar, dass es der Ministerpräsident so eindeutig mal ausgesprochen hat. Bisher war es da oft nicht so eindeutig in Aussagen. Es ist sicherlich nicht nur ein sächsisches Problem, aber da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Aber es gibt in Sachsen ein wirklich starkes Problem in diesem Bereich. Allerdings
Allerdings hat das nicht nur mit dem möglichen Rassismus zu tun, sondern es gibt eben auch noch andere politische Gründe, die Leute motivieren, sich gegen die Staatsgewalt zu stellen, ob in Berlin oder Dresden. Und das vermischt sich jetzt miteinander, weil eben im letzten Jahr versäumt worden ist, als Pegida anfing und dann langsam hochging, mit den Leuten dort so zu reden, dass man die alle wieder wegholt von der NPD und anderen Leuten. Und deswegen gibt es da immer noch so einen Zulauf und dann werden bestimmte Meinungen eben auch mehrheitsfähig in manchen Regionen. Aber wo merken Sie es denn konkret in Dresden, dass Sie sagen, ja, da ist ein Klima ja der Fremdenfeindlichkeit? Das merken Sie nicht im Alltag allgemein, das ist so nicht, sondern Sie merken das, wenn Sie in Diskussionen tiefer eintreten. Wir haben in Kirchgemeinden Diskussionen geführt, da haben wir eben beide Seiten reingenommen. Ne? Die einen beschimpfen die anderen als Rassisten, die anderen beschimpfen die anderen als blauäugig, wenn es zum Beispiel um das Thema Zuwanderung geht. Und wenn man sich mal anguckt, dass die Regierung hier in Berlin immer noch keinen vernünftigen Plan vorgelegt hat, wie es nun weitergehen soll in dieser Frage, dann sind die Gemüter eben erhitzt und dann ist eben auch jeder damit befasst, gedanklich und emotional. Mhm. Und das dann zu sortieren, dafür bedarf es öffentlicher Debatte und genügend Akteure, die diese Debatte auch managen oder moderieren. Und die fehlen. Okay, aber das eine sind ja die Debatten, das andere sind dann wirklich die, die Gewalttaten, die jetzt verübt wurden. Es, ja. Herr Malchow, jetzt sagt der Ministerpräsident, hat heute gesagt, er will jetzt mehr Polizisten einstellen. Es sollen von 400 jetzt 500 Polizeianwärter geben. Ist das das Richtige jetzt gegen Fremdenfeindlichkeit? Aber immer in den Ohren derer, die mitlaufen, so, als wolle man mit denen nicht mehr reden, weil die ja sowieso Nazis sind und da ist die Kommunikation zu Ende. Aber die suchen gerade Kommunikation. Die hatten den Eindruck, so habe ich mit vielen gesprochen, die haben mit Ihnen gesprochen, mit anderen Leuten gesprochen, Herrn Patzel zum Beispiel, und die sagen, wir haben das Gefühl gehabt, dass die Regierung, damit ist jetzt auch die in Dresden gemeint, nicht verstanden hat, warum wir hier protestieren. Und dann gehen sie eben immer noch hin. Trotzdem, da gebe ich Ihnen völlig recht, wer jetzt bei Pegida mitläuft, das sind im Allgemeinen diejenigen, die auch gerne rassistisch sein wollen. Das ist im Allgemeinen jetzt schon so. Aber trotzdem ist ein Teil der Bevölkerung verloren gegangen in diesem Prozess. Und wir können es uns nicht leisten, die Bürgerschaft zu spalten. Da bin ich dagegen. Deswegen engagiere ich mich da in dieser Brückenfunktion, versuche das wieder zusammenzuführen. Es kann nicht sein, dass wir die alle aufgeben. Das geht nicht. Ja, aber die Frage ist ja, der Punkt von Mitlaufen bei einer Demonstration und eine Straftat begehen. Da gibt es ja ist ein riesengroßer Unterschied. Ja. Herr Malchow, wie ist das der Eindruck, dass die Polizei ja zu schlecht aufgestellt ist, dass man das Gefühl hat, ja, man kann ja sowieso machen, was man will, mir passiert ja nichts. Trägt das dazu bei, dass man einfacher Straftaten begeht und sich dann so, ja, also denkt, ich kann das sowieso machen, mir ist es ja total egal, da ist zu wenig Polizei, die kommt ja sowieso nicht hinterher und ich bekomme eh keine Strafe. Also das Problem der Polizei ist bei Großdemonstrationen einfach, dass es in erster Linie darum geht, Gefahren abzuwehren, also rivalisierende Gruppen zu trennen. Die Frage von Straftatenverfolgung tritt immer zurück. Das heißt, derjenige, der gewaltbereit ist und dieses auch artikuliert, wird polizeilich nicht groß verfolgt werden, weil Polizei sich um die Trennung der Gruppen kümmern muss. Und da tritt die Strafverfolgung zurück. Das bedeutet tatsächlich, er merkt gar nicht, dass das, was er tut, gegen eine Regel verstößt und es auch Konsequenzen hat. Das hat aber nichts mit Sachsen zu tun, sondern das hat generell mit dem Thema zu tun, welche Möglichkeiten hat Polizei eigentlich bei großen Menschenmengen letztendlich Strafverfolgung zu betreiben, und sie landet meistens im Bereich der Gefahrenabwehr. Also Leute vom Platz wegdrängen, die Leute auseinanderhalten, die Leute beruhigen. Aber es ist ja jetzt noch nicht mal passiert. Also wenn man sich Clausnitz anguckt, gibt es ja viel Kritik am Verhalten der Polizei, dass die 30 Polizisten es nicht geschafft haben, die knapp 100 Demonstranten da zurückzudrängen. Warum hat das nicht funktioniert? Ja, das hat nicht funktioniert, weil wir letztendlich Kollegen vor Ort hatten, die nicht als geschlossene Einheit fungieren, nicht die Ausstattung haben. Das sind Kollegen aus dem normalen Streifendienst gewesen, die gut in anderen Bereichen sind. Und wenn Sie eine aufgeputschte Menge haben, und das war dort ja, dann reichen 30 Leute überhaupt nicht aus. Oder Sie hätten prügelnde Bilder gehabt. Das wäre die Alternative möglicherweise gegeben. Wenn dann diese Ausstattung überhaupt vor Ort gewesen wäre, dann mag man vielleicht jetzt sagen, die Gruppe hat es verdient, so politisch, aber rechtsstaatlich ist das eben nicht. So, und deswegen musste man sich, auch wenn das kritisch ist, wenn das Ergebnis ist, ich kann die Maßnahme nicht durchsetzen, also den Platz räumen, dann muss ich alles unternehmen, um diejenigen, die gefährdet sind, und das waren in diesem Fall die Flüchtlinge in dem Bus, in Sicherheit zu bringen. Und das hat ja auch bei fast allen
gut geklappt. Mhm. Aber es gab Aufregung über einen Fall, ja, wo ein Polizist einen Jugendlichen ziemlich stark angepackt hat und aus dem Bus gezerrt hat. Ja. War das richtig? Also als ich die Bilder sah, war ich natürlich auch erschrocken, weil solche Bilder ja nicht besonders schön sind. Sie zeigen oft die Schattenseiten polizeilichen Handelns. Mein erster Gedanke war aber, ein Polizist macht sowas nicht. Es gibt eine Vorgeschichte, damit es überhaupt so zu so einem Verhalten kommt. Derjenige, der diese Maßnahmen durchgeführt hat, der hat das ja nicht im Dunkeln versteckt machen können, sondern er wusste eigentlich, dass dieses Verhalten aufgenommen wird. Er muss damit rechnen, dass er eine Anzeige wegen Körperverletzung im Amt bekommt. Das hat beamtenrechtliche Folgen für ihn. Also einfach anzunehmen, dass einer, der jetzt mal sagt, dem zeige ich es, weil ich eine rechte Gesinnung im Kopf habe, ist die vollkommen falsche Spur. Ich weiß, dass über 30 Minuten durch die Polizisten auf die Businsassen eingeredet worden ist, verlassen Sie bitte den Bus, das wird zu gefährlich für Sie, mit Dolmetschern, begeben Sie sich in das Gebäude. Und dann muss es irgendwelche Weigerungen gegeben haben von diesem Kind. Man darf nicht die Lage vergessen, das war alles aufgepeitscht und da mussten sie dann irgendwann auch schnell handeln. Mhm. Gibt es rechtsextreme Tendenzen in der Polizei in Sachsen, Herr Vorländer? Wissen Sie das? Die sind mir zumindest nicht bekannt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es, sagen wir mal, doch ein gewisses Verständnis in Reihen der Polizei für die Anliegen von Pegida gibt. Das heißt, dass die Polizei vielleicht das Gefühl hat, dass sie auch alleine gelassen wird mit Problemen, dass die Politik sie nicht anständig ausstattet, dass der Personalbestand zu gering ist, dass sie einfach überfordert sind auch. Und da gibt es schon, sagen wir, von der anderen Seite, von Pegida aus gesehen, Versuche, Koalitionen mit der Polizei zu schmieden. Man geht sehr sorgsam mit der Polizei um, sieht sie auch als Freund und Helfer. Man bedankt sich immer. Also hier gibt es schon eine gewisse, sagen wir mal, schonenden Umgang beider Seiten miteinander. Aber ob es rechtsextreme Tendenzen in der Polizei gibt, das wage ich nicht zu beurteilen. Mhm. Aber es ist ja trotzdem die Frage, warum fühlen sich Leute sicher, Straftaten zu begehen? Warum tun Sie das? Herr Popp, haben Sie eine Erklärung dafür? Weil so wenige wirklich geahndet und aufgeklärt werden. Also ich gucke mir die Statistiken an, die sind schockierend. Wir hatten im vergangenen Jahr, glaube ich, BK 1000 Angriffe, Anschläge auf Asylbewerberheime. Wie viele sind davon aufgeklärt bis heute? 2, 3, 4? Also wenn ich einerseits Heiko Maas, den Justizminister, reden höre von der Härte des Rechtsstaats, die sich jetzt zeigen muss, dann frage ich mich, wo ist da die Herde des Rechtsstaats? Offenbar kommt man ja damit davon, Flüchtlingsheime anzuzünden, Steine zu werfen, Molotow-Cocktails zu werfen. Aber liegt das nur am Personalmangel oder woran liegt das? Ja, das liegt auch daran, dass wir zu wenig Leute haben. Wenn sie nicht ausreichend Personal haben, um intensive Ermittlungsarbeit durchführen zu können. Also bei Brandanschlägen, sage ich jetzt mal so, bei Brandstiftung ist das immer ganz, ganz schwierig. Da guckt also keiner weg, sondern ich glaube, da kommen wir auf ähnliche Zahlen bei anderen Brandstiftungen auch. Aber das zeigt natürlich, wenn es eine geringe Aufklärungsquote gibt, dass dieses Delikt eines ist, wo es ein geringes Entdeckungsrisiko gibt. Hätten wir aber mehr Leute, könnten wir auch bestimmte Situationen von vornherein verhindern. Die haben wir aber leider überhaupt gar nicht. Das ist die Problemlage. So wie Sie es beschrieben haben, empfinden es auch viele Leute. Wir haben Pegida, wir haben Legida. Wir brauchen Unterstützung, nicht nur in Sachsen, sondern auch in anderen Ländern, aber insbesondere auch in Sachsen, durch andere Polizeien der Länder, um überhaupt die Demonstration am Montag oder an anderen Tagen trennen zu können und sicher über die Bühne gehen zu lassen. Trotzdem wird Personal abgebaut, da fühlen sie sich als Fußabtreter der Nation. Keiner hört ihnen zu, das muss man einfach so sagen. Und dann gibt es eben Anbahnungen, wo man einfach sieht, das kennen wir aus NPD-Veranstaltungen genauso. Solange die Kameras laufen und Polizei in Überzahl da ist, gibt es kaum Schwierigkeiten. Die gibt es immer von anderen. Deswegen wird ja auch häufig der Polizei unterstellt, sie sei auf dem rechten Auge blind. Aber sie findet rechts nur nicht, weil es konformes Verhalten in der Situation ist. So, und andere eben nicht. Und das ist eine Problemlage.
alleine die Lösung bringen. Da ist die Justiz genauso gefragt, da ist die Politik gefragt. Es ist in der Tat Zivilgesellschaft, es ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Ich sage nur, wir müssen sie endlich konsequent auf allen Ebenen anpacken. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Wenn ich Minister, eine Sache noch, wenn ich Ministerpräsident in Sachsen wäre, Tag und Nacht, ich würde kein anderes Thema mehr kennen. Da muss doch der Ministerpräsident jetzt ran. Genau, das ist das. Was wäre denn Ihrer Meinung nach konsequentes Regierungshandeln jetzt? Konsequentes Regierungshandeln bei der Zuwanderungsfrage soll offensichtlich, aus meiner Sicht, die Mehrheit der Bevölkerung wünscht sich eine härtere Vorgehensweise. Das wird jetzt vorgeschlagen von einzelnen Teilen der Union. Beschlossen ist relativ wenig. Vorschläge gibt es mehrere. Zum Beispiel das Wohnortsprinzip für Flüchtlinge, die erstmal einen Ort zugewiesen bekommen. Dass sie nicht einfach frei rummeandern in ganz Deutschland. Das ist eine Frage, die stellen viele Leute. Das wäre ein Thema, das auch dann gleich mit dem verbunden ist, wo viele Leute jetzt auch rassistische Sprüche machen. Und natürlich gibt es auch welche, die sich völlig daneben benehmen, die auch ungebildet sind und die auch wirklich rassistische Sprüche machen. Aber das wird nicht aufgelöst dadurch, dass die alle eingesammelt werden. Das hat die DDR auch gemacht. Hat aber nicht dazu beigetragen, dass hinterher, als der Westen kam, keine Nazis mehr übrig waren. Wir müssen den Rechtsstaat durchsetzen, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und parallel dazu müssen aber Anliegen, die auch artikuliert werden, politisch aufgegriffen werden und gelöst werden. Und solange das nicht passiert, wird es immer wieder neu organisierten Zulauf zu diesen NPD-lern, zu diesen Rassisten geben. Das ist mein Problem bei der Sache. Aber man fragt sich ja, woher kommt der Hass? Also das ist ja so, dass jemand sich wirklich vorhinstellt, vor Kindern, vor Frauen und wirklich so hasserfüllt wie anbrüllt. Also man kann nicht in die Seele des einzelnen Menschen im Osten Europas ja so nicht mitgetragen wird. Da muss man ja mal durchgucken, das ist ja nicht bloß der Balkan, ist auch nicht in Sachsen, ist auch Polen. Es wird nicht durchgetragen. Und auch in Westeuropa habe ich nicht nur irgendwie freudige Zustimmungen zu den Vorschlägen gehört von Frau Merkel. Okay, für die nicht, sondern manche sich wünschen. Ich bin auch gefragt worden, warum der Bus denn nicht wieder zurückgefahren ist. Ich weiß gar nicht, ob das technisch möglich gewesen wäre. Aber auch hier ging es um die Frage, welches Signal entsteht denn, wenn eben polizeilicherseits eben nicht versucht wird, die Flüchtlinge sicher in ihre Unterkunft zu bringen, weil dort 100 Menschen hoch emotionalisiert krakeelt haben. Das wäre vollkommen irre gewesen, wenn man diesen Weg gegangen wäre. In der kommt immer, vielleicht wäre es halt doch besser gewesen, jetzt die eine Szene nicht gegeben. Aber grundsätzlich finde ich, kann es nicht sein, dass da, wo am lautesten geschrien wird, mit mal andere einknicken und sagen, na, dann machen wir es dann nicht. Dann wird übermorgen woanders geschrien und an dritter Stelle geschrien und an vierter Stelle geschrien. Ja. Und dann machen wir die Grenzen dicht, weil nämlich überall geschrien wird. Es ist ja auch ein grundsätzliches Problem, was jetzt in der ganzen Diskussion ja immer kommt. Also die Polizei ist nicht gut ausgestattet. Die Medien werden beschimpft als Lügenpresse, die Politiker taugen sowieso alle nicht. Das ist ja so ein bisschen der Tenor, der da jetzt auf einmal herrscht. Und unbehelligt leben konnten, dass dieses Land innerhalb weniger Jahre von einem funktionierenden Staat zu einem Failed State geworden ist. Von 22 Millionen Einwohnern in Syrien sind 11 Millionen auf der Flucht, 7 Millionen innerhalb, 4 Millionen außerhalb von Syrien. Über 3 Millionen syrische Flüchtlinge, 3,5, befinden sich in der Türkei, in Jordanien, im Libanon. Flüchtlinge aus dem Irak kommen hinzu, Flüchtlinge aus Afghanistan. Weltweit schätzt der UNHCR die Zahl der Flüchtlinge auf über 60 Millionen. Und niemand kann ausschließen, dass neue Flüchtlinge hinzukommen, wenn wir sehen, dass es eben nicht nur Staatenzusammenbrüche rund um das Mittelmeer, im Mittleren und Nahen Osten, in Nordafrika seit 20 Jahren gegeben hat, ausgehend von Somalia, viele weitere Länder umfassend, sondern dass es weitere Staaten gibt, die instabil sind, die um ihre staatliche Handlungsfähigkeit ringen, die zerrieben werden von terroristischen Gruppierungen, oft genügend von terroristischen Gruppierungen, die untereinander sich bekriegen und Konkurrenten sind, aber gemeinsam dazu beitragen, dass ganze Landstriche unbewohnbar werden und die Menschen sich auf die Flucht begeben. In dieser Flüchtlingssituation haben wir eine Verantwortlichkeit der Weltgemeinschaft, der UNO und des UNHCR, des Welternährungsprogramms, eine Verantwortlichkeit der Europäischen Union, die damit ringt und nicht immer die Ergebnisse so schnell produziert, wie viele sich das wünschen würden. Wir haben eine Verantwortlichkeit nicht nur des Bundes, sondern der Länder und der Kommunen, nicht nur ein einziges Ministerium, sondern alle Stellen in der Regierung, die Bauministerin, der Gesundheitsminister, die Arbeitsministerin, der Innenminister, der Justizminister, der Wirtschaftsminister, der Finanzminister. Sie alle sind in dieser Flüchtlingssituation in einer ganz besonderen Art und Weise gefordert.
Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns jenseits der einzelnen Maßnahmen über die grundlegenden Prinzipien unseres Handels klar werden. Und unser grundlegendes Prinzip ist, dass wir sagen, noch wichtiger als die Frage, wie wir die Flüchtlinge verteilen und wie wir sie innerhalb von Europa vielleicht von dem einen zu dem anderen Land hin und her schieben, ist die Frage, ob wirklich alle Flüchtlinge, die derzeit nach Europa kommen wollen, nach Europa kommen müssen, oder ob es möglich ist, ihnen in ihrer Heimatregion eine Perspektive zu bieten, die es ihnen erlaubt, auszuharren, bis es wieder Frieden in den Ländern gibt, aus denen sie kommen. Das ist ein Aspekt, den wir lange vernachlässigt haben. Die allermeisten Menschen tun sich schwer damit, ihre Heimat zu verlassen, jedenfalls dann, wenn sie in einen anderen, in einen fremden Kulturraum mit fremder Sprache migrieren müssen. Und viele von ihnen haben 3, 4 Jahre ausgeharrt in der Türkei, im Libanon, in Jordanien, bis das Welternährungsprogramm die Lebensmittelrationen gekürzt hat, bis sie festgestellt haben, dass Herr Assad und auch die russische Luftwaffe ihre Städte und ihre Dörfer, das was noch stand, weiter bombardiert haben, bis sie festgestellt haben, dass es keine Arbeitserlaubnisse gibt für die Eltern und keine schulische Ausbildung für die Kinder. Und das hat dazu geführt, dass sich eine Flüchtlingsbewegung in Marsch gesetzt hat, wo wir in September, Oktober, November teilweise jeden Tag 80.000 Flüchtlinge unterwegs sahen auf der Balkanroute von Libanon und Jordanien und Syrien über die Türkei, über Griechenland, über Mazedonien, über Serbien, über Kroatien, über Slowenien, über Österreich, über Deutschland bis hin nach Schweden und Finnland, in die Niederlande und nach Belgien. Situation. Schweden, Deutschland und Österreich sind die hauptbelasteten Länder, wenn man die Zahl der Flüchtlinge und Asylbewerber im letzten Jahr betrachtet. Schweden hat sogar pro Einwohner noch mehr Asylbewerber empfangen, aufgenommen, versorgt als Deutschland. Und wir haben großen Respekt vor der großen Leistung Schwedens in diesem Zusammenhang. Gleichzeitig wissen wir alle, dass diese große Zahl an die Grenzen der Integrationsmöglichkeit unserer Länder führt. Schweden hat Gesetze verschärft und wird es weiter tun. Deutschland hat Gesetze verschärft und wir sind gerade dabei, mit dem Asylpaket 2 eine weitere Verschärfung einzuführen. Wir haben verabredet, dass wir über diese Gesetzesänderungen und die entsprechenden Wirkungen einen engen Austausch verabreden, um zu sehen, was wirkt nicht, was wirkt schnell, was braucht länger. Wir sind uns einig, dass wir die Zahl der nach Europa kommenden Flüchtlinge deutlich und substanziell und nachhaltig reduzieren wollen. Das geht am besten über die Grenze, im Moment jedenfalls Türkei-Griechenland, durch die Unterbindung illegaler Migration durch die Türkei, durch einen sicheren Schutz der Außengrenzen, durch die griechische Küstenwache, durch Frontex und durch den NATO-Einsatz, der in dieser Woche beginnt. Dazu gehört dann auch, dass Menschen in die Türkei zurückgeführt werden und nicht erst in Griechenland aufgenommen werden. Wir wollen diesen Ansatz prioritär in den nächsten Tagen und Wochen beobachten. Wir helfen dabei, dass er zum Erfolg führt. Und bei dem nächsten Gipfel und bei dem Zusammentreffen mit der türkischen Seite am 7. März wird dann zu betrachten sein, ob dies zu nachhaltigen und substanziellen Verringerungen der Zahl der Grenzübertritte von der Türkei nach Griechenland führt. Wenn das der Fall ist, dann sind denkbare andere Maßnahmen dann entbehrlich. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist über andere Maßnahmen, gegebenenfalls europäische, mit Vorrang europäische Maßnahmen zu befinden. Und schließlich möchte ich gerne
mitteilen, dass wir im kommenden Rat der Innenminister am Donnerstag neben den Migrationsthemen auch ein Thema auf der Tagesordnung haben, was uns in besonderer Weise beschäftigt, auch wegen der Terrorlage, hat aber auch zu tun mit dem Außengrenzenschutz. Das ist der Vorschlag der Europäischen Kommission, statt einer stichprobenartigen Kontrolle bei der Einreise in das Schengen-Gebiet überzugehen zu einer systematischen Kontrolle. Das bedeutet eine Änderung des Schengener Grenzkodex, dieser Verordnung. Deutschland unterstützt diese Verordnung, gemeinsam auch mit Frankreich. Für uns ist das ein sehr wichtiger Punkt. Wir wünschen, dass das sehr schnell umgesetzt wird, damit wir für die Bürgerinnen und Bürger die Sicherheit auch im Kampf gegen den Terrorismus erhöhen. Und ich bin froh, dass Schweden das auch unterstützt. Wir gelangten letztendlich in eine Lage im vergangenen Herbst, die sehr schwierig war für Schweden. Wir nahmen ja innerhalb von 4 Monaten 114.000 Asylbewerber auf, in nur 4 Monaten. Das ist selbst für Schweden, ein Land mit großen Aufnahmekapazitäten, in letzter Konsequenz so, dass wir an die äußersten Grenzen unserer Aufnahmekapazitäten gerieten. Wir können mit der Anzahl der Menschen fertig werden, die im letzten Jahr kamen. Insgesamt 160.000, also 1,6% unserer gesamten Bevölkerung. Aber gut, damit können wir noch klarkommen. Aber wir müssen natürlich auch nach vorne schauen. Wir können das nicht bewältigen, wenn sich das in den nächsten Monaten fortsetzt mit 5.000 oder 10.000 Asylbewerbern in einer Woche. Wir meinen, dass wir jetzt die Lage unter Kontrolle haben, denn es kommen ca. 600 bis 700 Menschen pro Woche zu uns. Damit können wir fertig werden, obschon wir 180.000 Asylbewerber in unserem System schon haben. Aber wir sind uns natürlich auch der Tatsache bewusst, dass der einzige Weg, diese Lage in den Griff zu bekommen, eine europäische Lösung sein kann. Es wäre nicht gut für Europa, wenn mehr und mehr Länder ihre eigenen nationalen Lösungen suchen wollten. Wir brauchen eine europäische Lösung. Und